Nur im Osten der Stadt war er nie. Alles angelesen, gibt er unumwunden zu. Trotzdem werden die deutsch-deutschen Beziehungen immer wieder thematisiert. Mit Motzki, dem Ossi-Hasser aus West-Berlin, hat Menge die Nation gespalten. So urteilte jedenfalls die Presse 1993. Ihr wart von klein auf im Kommunismus dran gewöhnt, auf andere Leute Kosten zu leben. Verschwender und Schmarotzer. Aber wir haben früher sogar Buntmetall und Altpapier bei der Sammelstelle abgegeben. Da wurde alles sorgfältig sortiert. Und das dann alles zusammen auf die große Deponie gekippt. Und die hieß dann DDR. Diese Grundhaltung des Westens, womit haben wir die verdient? Und des Ostens, ihr wisst gar nicht, was unsere Geschichte ist. Also diese Polarität, die hat Menge, wie ich finde, gnadenlos, pointiert und übergenau auf den Bildschirm gebracht. Und das war weniger komisch, als sozusagen die Genre-Grundeinfälle an Komik und Klamauk im Einzelnen gestattet. Denn mit Jürgen Holz war ein absolut gefährlicher Typus, kein sympathischer, sondern ein gefährlicher Typus in die Gestalt des Wortmüll-Produzierenden gerückt. Was haben Sie denn da gemacht? Heute ist Montag, da scheiße ich immer. Da habe ich mir so angewöhnt. Mein Pistag heißt Mittwoch. Und mit Jutta Hoffmann, als, wenn Sie so wollen, Gegnerin, eine sehr integre, auch im Grunde genommen melancholisch traurige Figur. Aus Ostdeutschland. So auf den ersten Blick sieht man nichts. Auf dem zweiten schon. Hast du noch nie einen Ossi gesehen? Im Fernsehen oft, aber so lebendige? Nicht, dass ich wüsste. Die Briefe, die Beschimpfungsbriefe, die gekommen sind, mir ist zum Beispiel in einem Paket ein wirklicher Haufen Scheiße ins Haus geschickt worden, hier zum NDR. Also ich glaube, wir haben da etwas damals angerichtet, was jetzt sozusagen abgesenkt ist, was aber, wenn Sie Leute ansprechen, also im Westen, und die Meinung über den Osten, über den Stereotypen Osten abklopfen, sozusagen immer noch da ist. Erst vorige Woche bin ich dreimal hier im Korridor auf seiner Scheiße ausgerutscht. Weil du dich geweigert hast, mit ihm auf die Straße zu gehen. Das war gemein, das muss ich doch wirklich mal sagen. Wieso kann der nicht alleine auf die Straße und pissen? Wieso muss ich mit? Ich gehe ja auch alleine spazieren. Ganz so wortgewaltig und vor allen Dingen lautstark hatte sich auch Menge seinen Hauptdarsteller nicht gewünscht. Wenn ich ins Atelier komme, wo was von mir gedreht wird, jedes Mal sehe ich, da hast du Scheiße gemacht. Nicht? Das ist also viel zu viel geschrieben. Schauspieler, gute Schauspieler, können Sachen spielen, die man nicht schreiben muss. Also ich war immer zu lang mit Dialogen. Hin und wieder übt auch Wolfgang Menge Selbstkritik. Was ich schreibe, ist nicht heilig, hat er einmal gesagt.